So, hi Leute. Und jetzt machen wir uns hier mit diesem Spiel da so lange beschäftigt. Jetzt machen wir erstmal andere Sachen. So, jetzt machen wir erstmal hier. Gucken wir uns erstmal an, was es alles so Schönes gibt. Hä? Mach doch. Für das Bett eines Eremiten sieht es ganz schön bequem aus. Warum schläfst du um diese Uhrzeit eigentlich noch nicht? Dieses Rätsel hier lässt mir keine Ruhe. Ich frage mich ständig, ob ich nicht irgendetwas übersehen habe. Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Ich habe auch geguckt, irgendwie, ob das, ob ich da irgendwas zu finden habe, ob man so wenigstens so einen kleinen Tipp irgendwie zu, aber ganz knicken, ich habe nichts gefunden. Also habe ich mir gedacht, tüdel erstmal so die anderen Sachen. Kann ich mir diese Kerze ausleihen? Ja, nimm sie ruhig. Jeder braucht ein Licht, das ihn im Dunkeln leitet. Und es ist gerade ziemlich dunkel. Ja, so, das haben wir dann noch. Darf ich hiervon etwas probieren? Nein, es reicht gerade mal eben für mich selbst. Ich habe nicht häufig Besuch. Frag dich mal, warum. Mulachai scheint in seiner Küche nur das Allernötigste zu haben. Immer noch besser als bei Opa, der nur das Allerunnötigste hat. Ja, was ich auch noch so sagen wollte, ist, dass auf unserem Kanal gerade echt viel los ist. Das finde ich gut. Also verhältnismäßig viel zu sonst. Das ist gut zu sehen. Das macht Bock. Töpfe, da wird das gleiche sagen. Dann gehen wir doch mal raus. Mal gucken, da hinten ist doch dieser hier. Okay. Den gucken wir nochmal an. Da haben wir eine Idee. Warte. Achso. Ich glaube, das ist keine so gute Idee. Oh. Die Kerzen haben wir schon alle ausgemacht. Was ist denn hier? Oh. Falsch. Hier, was ist denn mit Dick Spot? Saug ihn auf. Los, saug ihn auf. Oh, oh. Na toll. Aber können wir da Fass? Fassbot, Fass. Ach was. Geil sein. Und jetzt? Wie cool ist das denn, ey? Pure Zeitverschwendung. Ah! Komm her. Ich krieg dich. Wie läuft denn der Spot? Oh. Das habe ich mir nämlich schon gedacht, dass wir den... Wamp. Können wir das aufsammeln? Ach, können wir nicht aufsammeln. Was war denn hier noch so? Lag hier endlich noch irgendwo was anderes rum außer Kerzen? Da ging es weiter, das war die Tür, das sind alles Kerzen, ne? Ich glaube, das war es so. Da ist Spot. Dann gehen wir nochmal dahin, dann müsste er sich ja fortbewegen. Das ist wie mit diesen Irrlichtern. So ein bisschen, ne? Also schon gut, wenn man so gleiche Prinzipien wiedererkennt. Aber das mit diesem Spiel, das lässt du echt auch keine Ruhe, das nervt. Oh, da läuft es. Oh, und ich kann nichts machen. Ah. So. Wo geht es hin? Ja, hier wollten wir jetzt eh als nächstes hin, das ist praktisch. Los, da gehen wir schnell daher. Schnell. Ah, nein, aber wir können ja... Kommt Spot jetzt eigentlich automatisch mit? Sonst hängt er die ganze Zeit auf dem Fass rum. Ach was, wie süß. Wie süß. Mal gucken. Ich will sie nicht verscheuchen. Wenn sie sich noch tiefer im Wald verkriechen, können sie mir nicht mehr dabei helfen, Kalida zu wecken. Ich müsste sie irgendwie dazu bringen, mir auf den vorderen Teil der Insel zu folgen. Aber wie? Okay. Ich will sie nicht verscheuchen. Wenn sie okay. Sich... Aber wie? Wollen wir mal gucken? Mulachai, wo ist nur der Letzte? Ach so.
so. Ah. Ja, das war, das ist lustig, wenn er sein größtes Netz hat. Das Piepen, wissen wir, woher das Piepen kommt, ne? Was haben wir hier noch? Wald. Schreie. Hallo, im Wald. Gefräßige Raubtiere. Hier bin ich. Moment mal. Das war vielleicht nicht so klug. Warum habe ich das überhaupt getan? Ach, Spot, du Doofnase. Nee, können wir hier irgendwie da? Die Maus, können wir die hier? Na, egal. Gehen wir nochmal in das Schlafzimmer, oder? Ich find's echt cool, irgendwie ist da jetzt so. Na klar, ne, so ein Kanal braucht irgendwie am Anfang ja ein bisschen. Aber es ist voll. Ich find's irgendwie erstaunlich, dass, wie sich das so entwickelt. Das ist ja echt, ne, noch gering, aber es sind irgendwie jetzt 9 Abonnenten. Das finde ich voll geil. Ist echt gut. Das passiert halt einfach so. Das ist halt einfach irgendwie so dann irgendwann da. Das finde ich geil. Diese Blume. Hier ist ja. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Also der Plan, den wissen wir eigentlich, ne? Wir haben diesen Taktstock, wir haben Noten. Wir wissen, dass die gerne singen, die Yakis. Und wir wissen, dass die Angst haben vor Licht. Und wir wissen, dass das da vorne aussieht wie ein Podest. Das hat er uns schon gesagt. Und durch den Gesang wird Kalida wach. Schlussfolgerung, ne? Also in die Richtung geht es ja nicht. Wie wir das jetzt alles da genau anstellen, ist halt die Frage. Und die Frage ist auch, wenn es jetzt klingelt, ob er dann wach wird. Ja, okay. Was? Wo? Wer wagt es mit? Hallo nochmal. Du schon wieder? Was willst du noch? Siehst du nicht, dass wir zu tun haben? Wieso? Was ist denn los? Was los ist? Mir wurde eine Perle entwendet. Das war bestimmt dieser Unruhestifter Molachai. Wenn ich den erwische, dann wird der zu Hundefutter verarbeitet. Hörst du, Kerrick? Dann gibt es Frischfleisch. Kerrick kann bloß gerade... Bis später. Genau. Lass mich in Ruhe schlafen. Er kann doch gar nicht in Ruhe schlafen, weil ihm eine Perle fehlt. Aber okay, dann müssen wir das Fenster. Das heißt, wir müssen das Leiter schon wiederholen. Um in das Schlafzimmerchen zu kommen. Und was ist da? Da bin ich auch mal gespannt, oder? Das ist ja dieser Leuchtturm. Ja, hier unten ist Bando noch ordentlich am Schaufeln. Müssen wir uns mal hier die Leiter wiederholen. Sonst kommen wir ja nicht rein. Leiter. Nimm. So, mal gucken, hier haben wir auch nichts Neues dazu, ne? Hier mit diesem Rad, da müssen wir nachher auch nochmal gucken, was das alles so zu bedeuten hat. Mal schauen. So, Leiter haben wir zurück. Ja. Gehen wir hier wieder hoch. Ach, Spot ist auch wieder da, siehst du. Der ist ja schon eben hinterhergekommen. Habe ich gleich drauf geachtet, aber ja. Böser Hubert. So, Leiter. Zack. Los. Gib Leiter. Oder Fenster. So, dann gehen wir jetzt wieder rein. Ihr könnt ja auch mal sagen, so wenn ihr irgendwie was, wenn ihr irgendwas Bestimmtes sehen wollt, wenn ihr irgendwas, weiß ich nicht, auch wenn es Tipps gibt oder so, dann sagt Bescheid, ne? Schreibt in die Kommentare oder könnt ihr auch einfach so mal machen, würde mich auch freuen. Genau, und jetzt war hier das Einzige, was hier jetzt noch geht, ist das. Ups, Vorsicht! Da guckt ein spitzer Nagel aus der Fußbodendiele. Der spitzer Nagel aus der Fußbodendiele. Das ist ein Kerzenhalter, oder? Ja, das wäre ein hervorragender Platz für die Kerze.
Na denn, da habe ich eine Idee. Los, komm, Spot. Heißer Spot. Kerze da. Und los geht's, Spot. Jetzt bin ich entspannt. Was? Da ist er, guck, da ist er. Wie süß ist das, wie süß. Und jetzt ist es aber einfach weggegangen. Da ist jetzt kein Ton mehr. Oh. Das sind überall. Ja, guck mal. Wozu? Der Yaki ist fort. Ah, vielleicht. Wozu? Ach so, na gut, es ging wirklich nur um dieses kleine Yaki-Ding. Na gut. Ach, können wir die. Stopp. Können wir die Kerze eigentlich wieder nehmen? Ich lasse sie lieber hier. Ich will nicht, dass sich noch ein Yaki unter dem Bett einnistet. Ah, okay. Also müssen wir sie jetzt so Stück für Stück in Richtung da vorne. Aber dass die das nicht mitgekriegt haben, was für Doofbrote. Naja. Man kann auch blind durchs Leben gehen, ne? Gibt's ja oft genug. So. Denn. Ach, wie er guckt, guck mal, wie er guckt. Oh, war ja. So, dann jetzt hier wieder runter. Achso, warte mal, bevor. Stopp. Mitnehmen. Ich nehme lieber alles mit, was ich immer noch mitnehmen kann. Oh. So, jetzt muss ich mal einen Schluck trinken. Das ganze Reden. Ich muss auch echt regelmäßig trinken. So, jetzt überlegen, was wir brauchen. Wir denn noch dieses Horn und so. Runter, runter. Ist jetzt die Frage, gehen wir jetzt da hinten hin zu den Yakis oder gehen wir jetzt nach vorne gucken? Weil wenn wir uns wegbewegen, dann... mal schauen. Los, runter mit dir. Runter mit dir, Spot. Jetzt mach schon. So. Hä? Jetzt sind wir... Achso, okay. Ich hab entweder... Na gut, jetzt gehen wir erst nach da vorne gucken. Aber wir pusten das hier nochmal aus. Aber das wird ja eh gleich wieder an sein. Ich mach's trotzdem. Okay, hier hinten ist auch noch alles an. Ja, das heißt ja... Na komm, wir gehen jetzt erstmal, dann sind die hier ja nicht, wie wir sehen. Ich hoffe, die kommen nachher hier so her. Dann muss man bestimmt wieder Stück für Stück alles anmachen, damit die sich so Stück für Stück fortbewegen, oder? Das würde ja Sinn ergeben. Das würde ja Sinn ergeben. Weiter. Genau, das ist jetzt ja... Das ist das Schreihaus. Also müssen wir noch ein Stück weiter hoch. Los, geh höher. Geh höher. Los, los, los. Mach schon. Einer. Stimmt, ist jetzt die Frage. Vielleicht finden wir jetzt hier diesen Yaki irgendwo. Also vielleicht ist der ja auch noch hier in dem Raum. Der weiß ja gar nicht, wo er hin soll. Das arme Ding. Sind hier auch Kerzen an. War hier eigentlich noch irgendwas aus Verliese? Dass das auch... Das hat, muss ja irgendein Grund hat es bestimmt. Irgendein Grund. Das machen wir mal zu da. So, dann gehen wir mal hier durch. Okay, hier ist jetzt alles an. Das mache ich jetzt aber erstmal wieder aus. Weil... Genau, so, Spot leuchtet noch. Kerzen ausmachen.
weiter ausmachen. Das war ein bisschen vorankommen. Ich würde gerne noch mehr erzählen. Ich bin sowieso gerade so. Mir fällt nicht so gut sein. Ich bin ja ein bisschen gespannt, was jetzt passiert. Weil ich nicht weiß, wir wissen, was jetzt kommt. Habe ich recht mit dem. Oder was ist jetzt hier? Siehst du, jetzt ist alles noch genauso wie immer. Das habe ich mir schon gedacht. Aber sind das jetzt wieder alle? Ich will sie nicht verscheuchen. Wenn sie sich noch tiefer im Wald verkriechen, können sie mir nicht mehr dabei helfen, Kalida zu wecken. Ich müsste sie irgendwie dazu bringen, mir auf den vorderen Teil der Insel zu folgen. Aber wie? Sind das jetzt aber alle? Ich will sie nicht. Wenn sie sich noch... Aber wie? Ich habe alle 5 Yakis gefunden. Aber wie bekomme ich sie nur dazu, Kalida zu wecken? Was sagt der Mulachai noch gleich? Wenn sie mit den 5 anderen zusammentreffen, beginnen sie ihre Wanderschaft. Himmel, ist das alles kompliziert. Sonst hier... Was ist hier wieder mit Spot? Guck mal, Spot. Ich habe neue Spielkameraden für dich gefunden. Sie scheinen sich nicht für dich zu interessieren. Was bist du nur für ein Langweiler? Der arme Spot. Aber kämpfen wir den denn? Ich behalte die Perle lieber als... Sie war der Erste. Okay. Was ist hiermit? Die Yakis haben auch Nagezähne. Nagevögel. Wo gibt es denn sowas? Aber hier gibt es ja keine Stelle, wo man... Kann man im Wald oder... Ich werde sie später freilassen. Erst einmal soll sie mir helfen, Kalida zu finden. Aha. Vielleicht die Mugen hier bei denen? Sie hier zum Singen zu bringen, würde gar nichts nutzen. Ja, okay. Man hat sie ja extra hierher verbannt, damit sie Kalida nicht wecken. Irgendwie muss ich sie auf den vorderen Teil der Insel locken. Aber wie? Gute Frage. Sie hier zum Singen, man hat irgendwie... Okay. Nicht, aber wie? Das bestätigt ja aber auf jeden Fall unsere Vermutung. So, Spot, kannst du jetzt... Guck mal, Spot, ich habe neue Spiel... sie scheint... Was bist du nur für ein... Denn, wenn wir jetzt hier wieder hingehen, sind die Kerzen dann hier wieder an? Mir fehlt ja gerade so eine... Nee, hier ist aus, okay. Ist ja gerade so eine Gedächtnislücke. Wir müssen die nach vorne kriegen. Hier sind die Kerzen schon aus. Weil sie schlafen. Sie müssen ihre Wanderschaft beginnen, wenn sie zu 5 sind. Okay. Vielleicht können wir ja... Also entweder Glocke läuten oder Blasrohr tröten. Blasrohr. Nebelhorn eher, oder? Was sagt man? Nebelhorn? Martinshorn. Martinshorn, das ist lustig. Normal. Dumm. Was probieren wir denn jetzt als erstes aus, ist die Frage. Gehen wir da hin oder gehen wir da hin? Nein, wir gehen hier hin. So. Dann nehmen wir... Wo ist Dickspot? Da ist Dickspot. So. Genau, aber bevor wir hier da jetzt in das Blasrohr pusten... Blasrohr, Martinshorn. pusten, mach ich einen kleinen Folgenstopp. So muss mir das Grinsen verkneifen. Na gut.
bis in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinschauen und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Und ich hoffe, ich komme jetzt aber wieder ein bisschen hier voran, damit wir die Sache mal ein bisschen antreiben. Macht's gut, Leute. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.